Dennis verabschiedet sich von seinen Kindern, hält sie noch einmal ganz fest im Arm. Am Geburtstag seines 5-jährigen Sohnes zieht er in den Krieg. Dabei hatte sich der 30-Jährige in Deutschland mit seiner Frau Christina eigentlich eine Existenz aufbauen wollen. Doch der Angriff Russlands auf ihr gemeinsames Heimatland hat den gebürtigen Ukrainer, der an der Grenze zu Rumänien aufgewachsen ist, erschüttert. Mein Entschluss steht seit dem ersten Tag fest. Ich habe so viele Freunde, die für unser Land kämpfen. Das macht mich auch stark. Ich möchte auch helfen. Ich bin nur eine Person, aber das ist besser als gar nichts. Die Ukraine kann jede Unterstützung gebrauchen, ist sie rein zahlenmäßig dem Angreifer Russland doch deutlich unterlegen. Deshalb bittet die ukrainische Regierung auch kampfbereite Ausländer wie diese Thailänder, sich freiwillig zu melden. In den sozialen Medien kursieren derweil Videos, die Menschen auffordern, Helden zu werden. The world needs a hero. Become a hero. Use your military experience to fight against evil. Laut dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj haben sich der Freiwilligen Legion bereits 16.000 Menschen angeschlossen, darunter auch dieser 63-jährige US-Amerikaner. Ich habe hier eine Menge guter Freunde. Die Kinder sind alle in Garagen, in Kellern und weinen. Ihre Mütter haben Angst, die Älteren sind krank. Es bricht mein Herz, sie in dieser Situation zu sehen. Die Freiwilligen ziehen in den Krieg, zurückbleiben Angehörige wie Christina. Sie will für ihren Mann Dennis beten. Trotz aller Angst, sie glaube sehr stark an ihn und daran, dass ihm nichts passiert.